Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Es ist Halloween-Zeit und das bedeutet bei Madden, es ist Most Feared Zeit. Es gibt eine neue Serie, unter anderem mit neuen Dailies, The Cauldron genannt. Da starten wir heute mit. Erste Aufgabe ist die Ghoul School. 3-Sterne-Herausforderung. Ich habe 10 Versuche, um einen Touchdown zu erzielen und im anschließenden Drive keinen Touchdown zu kassieren. Zumindest verstehe ich den ganzen Spaß so. Wir schauen uns das mal an. Es geht gegen das Bats-Team, jetzt ganz speziell zu Halloween. Sehr lässige Farbe. Erinnert mich ein bisschen an die Ravens. Wir haben den Ball an deren 25-Yard-Linie. Haben einen ersten Versuch und 10, 4 Minuten zu spielen. Also wie gesagt, wir müssen einen Touchdown erzielen. Wir starten mit einem Passspielzug. Wir schicken Amari Cooper von links kommend auf eine Slant Route. Boah, die sind gut. Meine Güte, sind die gut. Interception im ersten Play. Bups und sofort verkackt. Eieieiei, das war der erste Versuch. Wir replayen natürlich diese Challenge direkt. Ich sehe jetzt keinen Counter, dass hier irgendetwas runterläuft. Fangen wir mal, die sind unwahrscheinlich schnell, das habe ich gerade schon gesehen. Wir starten mal mit einem Run über Elliott. Rechts antäuschen, links laufen und unser Laufspiel. Elliott, perfekter Run an die 11-Yard-Linie. Damit kriegen wir sie. Also, erster Versuch und 10 an der 11. So, Passspielzug, trotz alledem ein Double Slant. Owens und Cooper von der linken, Gallup kommt von der rechten Seite. Witten rufen wir mal zurück, der soll blocken und nicht als Receiver tätig werden. So, wir gehen auf Terrell Owens. Okay, wir sollten das mit dem Werfen unbedingt sein lassen. Das ist ja der Hammer. Wie stark ist denn da hinten diese Verteidigung? Holla, die fangen mir. Da war Terrell Owens frei. Jetzt kriege ich langsam ein bisschen Angst. Also, das war schon der zweite Versuch, den wir jetzt hier gefailt haben. Dritter Versuch. So. Also, wir haben gesehen, was funktioniert. Das ist das Laufspiel. Count the J-Play. Elliott geht über die Seite. Allerdings, da ist die Box voll. Ich muss jetzt in einen Pass gehen. Wir achten da besonders auf Terrell Owens und auf Jason Witten. Witten hat den Ball an der 19-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 4. So, Laufspiel Inside Zone. Jetzt mal ganz klassisch. Und wieder stellen die Box voll. Wir gehen in einen Passspielzug, nehmen den Scat, achten da besonders mal auf Michael Gallup. Der bekommt den Ball, kann ihn aber nicht festhalten. Huiuiuiui. Dritter Versuch und 4. Nehmen wir den Texas. Wir attackieren die Mitte mit Jason Witten und mit Olawale. Ich achte links außen auch mal auf Terrell Owens. Wir gehen auf unseren Fullback und der hat das neue First Down und das haben wir gebraucht. Ball an der 11-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. So, es ist ja jetzt ziemlich egal, wie der Touchdown erzielt wird. Ob durch einen Run, ob durch einen Pass. Elliott mit dem Lauf. Sucht eine Lücke, kommt 2 Yards nach vorne. Der Ball ist an der 9-Yard-Linie. Wir haben einen zweiten Versuch und 8. Wir nehmen den Stick, wir schicken Owens und Cooper von links auf eine Slant Route. Jason Witten, meine Sicherung, mein Tight End. Und los geht's. Und das ist der Touchdown. Jetzt haben wir immerhin doch den schon mal geschafft. So, und jetzt schauen wir mal. Oh, der empfiehlt mir eine Two-Point-Conversion. Das ist ja mal interessant. Okay, dann probieren wir die auch. Nehmen wir den Stick, wir schicken Cooper von links auf eine Slant. Jason Witten, der Tight End, meine Sicherung. Und die waren nicht erfolgreich. So. Jetzt geht der ganze Spaß andersrum. An der 25-Yard-Linie hat jetzt das Bats-Team den Ball. Und wir müssen jetzt versuchen, dieses Team irgendwie zu stoppen. Sie dürfen keinen Touchdown erzielen. Der Anfang ist schon mal Katastrophe. Eieieiei.
Und schon mit einem Ball ist der Ball der Pass an der 9-Yard-Linie. Mein Gott, sind die groß, sind die stark. Ich bekomme hier ein bisschen Angst um meine Defense. Two-Minute-Warning. So, wie sind denn hier die Auszeiten verteilt? Da habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Beide Teams haben keine Auszeiten. Vielleicht ganz wichtig, dass wir hier nachher beim weiteren Versuch, sollte es dazu kommen, wir auch mal in die... Oh, Quinn mit der Möglichkeit zum Sack. Der Ball wird weggeworfen. Heißt, wir haben einen zweiten Versuch und Goal von der 9. Immerhin mal ein gutes Defense-Play. Cowboys kommen, aber sie kommen nicht durch. Das ist der Touchdown. Ach, Leute, Leute, Leute. Wo waren denn da meine Linebacker? Welcher, der wievielte Versuch war das? Der vierte? Eieieiei, die machen mich hier gerade etwas fertig. So, lauf über die Außen. Wir nehmen den Halfback-Toss. Gehen über Elliott. Ich probiere es über die linke, über die äußere Seite. Oh, das ist hart für Elliott. Kommt bis an die 21. Zweiter Versuch und 6. Wir nehmen den Trail, attackieren die Mitte mit Owens, mit Witten, hauptsächlich mit Michael Gallup. Aikman läuft selbst und fummelt den Ball. Ach Gott, da läufst du einmal mit deinem Quarterback und schon fummelt er den Ball. Aber in Zeitlupe. In Zeitlupe. Das gibt's nicht. Ich habe jetzt schon wieder Puls. Mann. Das ist ja unfassbar. Ein Toss über die Außen. Vor allem, ich habe keine Ahnung, wie ich in der Defense spielen soll. Da werde ich nachher mal in eine Zone-Coverage gehen, wenn wir es hier nochmal irgendwann schaffen sollten, in die Endzone zu kommen, was, glaube ich, schwer genug wird. Elliott bringt den Ball an die 17-Yard-Linie. Wir nehmen den Stick, Owens und Cooper von der linken Seite. Jason Witten, der Tight End, ist die Sicherung. Und los geht's. Terrell Owens kann den Ball nicht kontrollieren. Also der wird Man-to-Man gecovert. Das habe ich so noch nicht erlebt. Dritter und 2. Cooper von links auf einer Slant Route. Blitz angezeigt von der linken Seite. Jason Witten, der Tight End, ist meine Sicherung. Schneller Ball auf Terrell Owens. Naja, auf Amai Cooper war's. Kommt dann die 2-Yard-Linie. Schönes Play der Cowboys. First and Goal damit. So, Lauf. Wir gehen per Autoplay in einen Pass, nehmen den Double Slant, achten besonders auf Terrell Owens. Der bekommt den Ball, das ist der Touchdown für die Cowboys. Also, das hat doch schon mal wieder funktioniert, immerhin. Ja, du musst hier mit wahnsinnig schnellen Pässen arbeiten. Halfback Dive für die Two-Point-Conversion. Wieder gehen wir per Autoplay in einen Pass. Quick Slant. Achten auf Terrell Owens. Boah, Mann, die verteidigen meinen besten Receiver. Aber gnadenlos gut. So, wie gesagt, wir gehen jetzt hier mal in eine Zone Coverage hinein. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie. Sehr schönes Play. 2 Yards Raumgewinn nur. In eine Cover. Wir bleiben in einer Cover 6. Also jetzt reine Sound Coverage, die wir hier spielen. Incomplete Pass, Freunde. Wir haben einen dritten Versuch. So. Wir bleiben in der Cover 6 Invert. Dritter und 8 von der 23-Yard-Linie. Da ist der Druck auf den Quarterback und das ist der Sack. Die Marcus Lawrence, ich glaube, zusammen mit Quinn. Und jetzt zwingen wir sie in einen vierten Versuch und 15. Der natürlich hier ausgespielt wird. Und wir bleiben in der Cover 6 Invert. Two-Minute-Warning, wir machen erstmal gar nichts. Wieder einmal der dezente, auch mir kein bisschen auf die Nerven gehende Hinweis. Auf die Two-Minute-Warning. So, da haben wir unsere Cover 6 Invert. Vierter Versuch und 15. Eine Riesenchance.
Da war der Druck. Oh, der ist weg. Und jetzt haben wir die Challenge doch geschafft. Kein Touchdown. Kassiert, einen erworfen. Also Maximum Stars geholt. Das war nicht einfach. So, ich gehe jetzt.